Spoiler, 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 meine Freunde. Eine weitere Ladung ist angekommen. Aber wir haben neue Infos. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir sofort anfangen mit den neuen Infos zu den kommenden Folgen, die sehr, sehr spannend sind. Viel Spaß. Hey, yo, Leute, Hoffi hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall sehr, sehr gut, denn es sind weitere Spoiler raus. Und zwar haben wir nun ein paar andere Übersetzungen von den Spoiler 115 Folge 116 und dazu noch den Titel von Folge 119. Ich habe ja gestern mein Spoiler-Video dazu gemacht. Wenn ihr es euch geschaut habt, könnt ihr es gerne abchecken. Aber wir haben jetzt nochmal andere Übersetzungen dazugegeben, die das Ganze noch viel, viel klarer wirken lassen. Und ich möchte noch unbedingt das Ganze klarstellen zu der ganzen Kefla-Situation, obwohl ich nicht ganz ins Detail gehen werde, was das angeht. Auf jeden Fall werde ich auch noch zu dem Titel von Folge 119 morgen ein weiteres Video machen, deswegen schreibt heute eure Kommentare zu dem Thema rein, dazu würde ich gleich kommen, aber erstmal zu der Folge 115 und zwar haben wir folgendes, Goku gegen Kefla, Super Saiyajin Blue wird besiegt, Kefla und Kefla von Universum 6 fusionieren mit Hilfe der Butara, sie nennen sich nun Kefla, sie wüten herum, Goku geht zwar in den Super Saiyajin Blue, doch Keflas heftige Attacken sind enorm, Goku kehrt vom Super Saiyajin Blue zurück in seine Base Home, aber wenn man genauer hinsieht, scheinen seine Augen silber, so, ich gehe das erstmal auf jeden Fall durch, so, Freunde, Goku ist auf einem God-Level. Goku ist ein Super Saiyajin-Gott oder war ein Super Saiyajin-Gott, ist ein Super Saiyajin-Gott. Super Saiyajin, also ein Super Saiyajin Blue. Aber Son Goku hatte 5 Minuten davor den Kampf seines Lebens gegen Jiren und wäre eigentlich gestorben. Aber durch seinen Willen konnte er noch gerade so stehen. Und genau deswegen ist Son Goku verdammt nochmal angeschlagen. Son Goku ist richtig, richtig fertig. Wie er den Super Saiyajin Gott erreichen kann und den Super Saiyajin Blue erreichen kann, wie das von der Stärke und von der Ausdauer ist, ist bis jetzt unbekannt. Deswegen, wenn Leute sich darüber beschweren, dann kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass wir den Goku, der hier in dieser Situation gegen Kefla kämpft, dass dieser Goku nicht auf 100% ist. Also ein Super Saiyajin Blue 100% Goku, sag ich mal so, von der Stärke, vom Zustand her, dass er fit ist, würde gegen Kefla ganz, ganz anders kämpfen. Aber man darf hier nicht vergessen, dass Kefla auf jeden Fall als Potara-Fusion sehr, 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 sehr stark ist, genauso wie zum Beispiel damals Vegeto zu seiner Zeit, aber ich möchte auf was ganz anderes hinaus, und zwar haben gestern sehr, sehr viele Leute die Spoiler missinterpretiert. Ja, Son Goku geht in den Ultra Instinct gegen Kefla, das stimmt, das sieht wirklich danach aus, aber dass Son Goku in den Ultra Instinct geht gegen Kefla, heißt nicht, dass er den Ultra Instinct ganz, ganz doll braucht, um Kefla zu besiegen. Er wird den Ultra Instinct benutzen, um sie zu besiegen, aber der Ultra Instinct wird Kefla um ein einiges überlegen sein. Das war vornherein schon klar. Das ist ein Zustand, den nicht mal die Götter einfach erreichen können. Deswegen ist es einfach klar, dass Ultra Instinct Goku einfach über Kefla stehen wird, und deswegen habe ich auch Folge 116 das Comeback-Vorzeichen, die große Explosion des Ultra Instinct. Goku setzt erstaunliches Ki frei in seinem Kampf mit Kefla, der wieder den Ultra Instinct erreicht. Sein Körper weicht unbewusst Keflas Attacken aus, was sie dazu bringt, einen viel heftigeren Angriff loszulassen. Dann, nachdem er der Attacke ausgewichen ist, feuert Goku ein Kamehameha aus kürzester Entfernung ab. Also wir sehen hier das von Goku easy peasy. Keflas Attacken ausweicht, die zuvor noch wirklich viel zu stark waren, viel zu schnell war, und das Son Goku easy peasy auch der großen Attacke von Kefla ausweicht, was sie übrigens zum Defusionieren bringen könnte, denn bei Blue Vegeto war es ebenfalls der Fall, dass der Super Saiyan Blue nicht der große Kraftfresser war, sondern das Final Kamehameha hat sehr, sehr viel Energie gezogen. Deswegen könnte sich Kefla hier defusionieren, ist aber egal, denn Son Goku, Ultra Instinct Son Goku feiert aus nächster Umgebung, sage ich mal, ein Kamehameha ab gegen Kefla. Das heißt, sie wird rausfliegen. In anderen Spoilern, also die Spoiler von gestern, stand noch drinnen, dass Son Goku diese Kraft dann verliert, das Ultra Instinct, und dann eventuell später nochmal in diese ganze Kraft reinkommen wird, je nachdem, wie das dann abgehen wird. Aber auf jeden Fall, Kefla ist stark, das muss man einfach akzeptieren, weil sie die Potara-Fusion ist, weil es Saiyajins sind und im Vorfeld sehr, sehr viel darum gebaut worden ist. Ich möchte diese ganze Debatte nicht weiter führen, aber ich möchte noch hier ganz doll sagen, Leute, Son Goku Ultra Instinct geht nicht an die Grenzen gegen Kefla oder so, das wird nicht passieren. Son Goku Ultra Instinct wird Kefla wrecken, Son Goku Ultra Instinct wird Kefla rauswerfen, und das war's dann von ihr. Deswegen, auch wenn ihr das nicht mögt, haltet euch ein bisschen zurück bei der ganzen Thematik. Leute, es ist immer noch Dragon Ball, also Leute, es ist Dragon Ball, wirklich, das muss man hier mal gesagt haben, auch wenn ihr es ein bisschen dumm anhört. Auf jeden Fall, Dragon Ball Super Folge 117, großer Liebes-Showdown, Cyborg gegen Universum 2, da sehen wir hier, dass Universum 2 Son Goku angreifen möchte. Und die Cyborgs werden ihn dann beschützen. Dann kommt das Spannende, darüber möchte ich noch ganz kurz reden. Und zwar kommt Dragon Ball Super Folge 118, zunehmendes Drama in Universum verschwindet. Da werde ich beschaut auf eure Meinung, was denkt ihr, wer könnte es sein? Ich bin sehr stark der Meinung, dass es entweder Universum 2, weil die im Kampf sind, oder Universum 6 ist. Ich denke aber eher Universum 6, denn wir sehen in der Preview von Folge 115, was ich übrigens auch nochmal erwähnen wollte. Und zwar in der Preview von Folge 115 sagt Son Goku, dass er den Super Saiyan Blue mit der Kaioken benutzen muss gegen Kefla. Wir sehen hier in dieser Spoiler-Summary, also in dieser Spoiler-Beschreibung, dass
nicht vom Kaioken-Modus geredet wird. Deswegen denke ich, dass Son Goku in die Super Saiyan Blue Kaioken gehen möchte, ihn aber wahrscheinlich dann die Kraft fehlen wird und dann dieser Ultra Instinct früher oder später getriggert wird. Und diesmal wahrscheinlich auch ohne Aura, denn wir sehen hier, dass gesagt wird, dass Son Goku anscheinend in die Baseform zurückgeht. Und dann sehen wir, dass er silber Augen hat, genauso wie in den Dragon Ball Heroes Trailer, wo wir sehen, dass Son Goku ganz normal in der Baseform ist, aber diese silber Augen hat. Deswegen scheint es so zu kommen, dass Son Goku diese Hitze, diese Aura dann in dem Fall nicht haben wird, aber das müssen wir hier nochmal abwarten. Also er ist nicht in der Baseform, aber es sieht so aus, als ob er wieder in die Baseform gehen würde und dann werden die Silberaugen kommen. So interpretiere ich diesen Satz eigentlich. Wie dem auch sei, ich denke, Universum 6 kann rausfliegen, denn ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Kafla so spätestens Folge 117 rausfliegen wird und die Namekianer scheinen auch in Folge 115 zu kämpfen. Deswegen denke ich, dass sie offscreen oder nicht offscreen, sondern nebenbei rausfliegen werden und das heißt, Universum 6 ist vor dem Aus. Chamba hat sein Ass mit dem Potato Ring schon gespielt, deswegen hat er nichts mehr in der Hinterhand. Deswegen haben wir das an der Stelle. Deswegen denke ich sehr stark, dass Universum 6 ausgelöscht wird, einfach mal um Universum 7 ein wenig zu pushen, denn Folge 119 ist der neue Titel, den wir noch nicht haben. Ich möchte hier eure Meinung in die Kommentare haben, und zwar Dragon Ball Super Folge 119, ein neues Opfer von Universum 7, Universum 4 wird ernst. Also, einer von unseren Leuten könnte rausfliegen, schreibt mir gerne in die Kommentare, was denkt ihr, wer könnte rausfliegen und warum. Ich werde dann morgen ein ganz, ganz ausführliches Video dazu machen. Und Universum 4 wird ernst ist auch sehr, sehr interessant, und zwar könnte es dazu kommen, dass Damon und Gami Sarasu sich endlich einschweißen, denn das sind die zwei versteckten Kämpfer von Universum 4, die sich anscheinend sprengen können. Deswegen können sie eventuell einen Cyborg überraschen oder sogar Piccolo. Deswegen haben wir das an der Stelle und ich bin mir sehr gespannt, wie das Ganze gelöst wird. Auf jeden Fall, Kafla wird bald rausfliegen. Ich hoffe, der Zustand der Community wird sich dann auch ein wenig ändern, was das angeht. Aber Son Goku Ultra Instinct wird zurückkehren, wird dann ablaufen und wird dann wahrscheinlich später nochmal gegen Jiren kämpfen, je nachdem. Denkt daran, Leute, es sind zwar die Spoiler, aber in den Spoilern steht natürlich nicht alles drinnen, was in den Folgen passiert. Deswegen kann noch sehr viel dazukommen, gerade auch mit den Portada Ohrringen, warum die verboten werden könnten, warum das nicht verboten werden könnte. Also der Grund von dem wird wahrscheinlich auch noch in der nächsten Folge mit beinhaltet werden. Deswegen vergesst das an dieser Stelle nicht. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was denkt ihr, FF könnte von Universum 7 rausfliegen und warum. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein!